Der EN40458 bringt uns von Riesa nach Basel. Entspannt und bequem kommen wir so ca. 8.30 Uhr am SBB an. Die beiden Promptens reißen sicher verpackt in den Transporttaschen mit. Null Problemo, wie Gordon Shumway sagen würde. Etwas gruselig ist jedoch, dass ein Mitreisender in der Nacht bestohlen wurde. Smartphone weg, Laptoptasche aus dem Liegewagenabteil geklaut. Mit Langfingern und gut organisierten Banden muss man also immer rechnen. Wir waren nicht betroffen. Ein großes Glück. Um 8.30 Uhr mit etwa 1,5 Stunden Verspätung kommt unser Zug am SBB in der Schweiz an. Nachdem wir die Falträder aufgebaut und reisefertig gemacht haben, rollen wir zur Rheinbrücke. Ja, wir sind jetzt endlich in Basel angekommen, Basel am Rhein in der Schweiz. Man hört es auch am Dialekt und sind gerade auf der Suche nach unserem Weg. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Reise hier am Rhein, also Rheinaufwärts. Rheinabwärts? Rheinabwärts. Rheinabwärts. Heute erstmal bis nach Weißweil und mal schauen, ob es dann später noch weitergeht. Aber das erfahrt ihr während der Tour. Viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Von den etwa 170.000 Menschen, welche in der Stadt am Rhein leben, sind viele per Velo unterwegs. Ich war für was erstaunt, was sich alles auf einem Lastenrad transportieren lässt. Das geschäftige Treiben der Großstadt lassen wir auf der linken Rheinseite schnell hinter uns. Die Beschilderung und der Zustand der Radwege ist nahezu perfekt. Entlang des Grand Canal de Alsace führt der Weg über Village Neuf nach Kems. Dass es heute ganz schön warm ist, ich glaube, das kann man jetzt hier auch schon sehen. Wir sind hier in Ottmersheim gerade angekommen, nachdem wir im letzten Ort eine kleine Boulangerie oder einen kleinen Bäcker noch gefunden haben, alles zusammen. Dort konnten wir Mittagessen. Ja, inzwischen ist es fast 15 Uhr. Zeit mal für eine kleine Pause, also die sogenannte 15. Mal kurz ausruhen und die Beine ausschütteln. Ob wir das Tagesziel von etwa 100 Kilometern bis Weißweil heute schaffen, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Wir werden mal gucken, wie sich das Wetter entwickelt und lassen einfach die Strecke auf uns wirken. Vielleicht geht es auch ganz einfach und ganz gut voran. Fragen wir noch meine Frau, wie es der geht. Ich bin leider etwas fertig und esse gerade einen Müsliriegel. Vielleicht hilft's. Das hat tatsächlich funktioniert. Dank Müsliriegel und kleiner Pause konnten wir mit neuer Kraft auch den zweiten Teil der Strecke in Angriff nehmen. Der Rhein-Rhone-Kanal ist von nun an unser steter Begleiter. Beim Laufwasserkraftwerk Markolsheim überqueren wir wieder den Rhein und fahren nach Deutschland. Auf der rechten Rheinseite folgen wir dem Eurovelo 15 bis nach Weißweil.
Guten Morgen, heute am Tag 2 der Reise von Weißweil Richtung Karlsruhe, Straßburg erstmal. Ja, wie ihr hört, es regnet. Das ist zwar sehr schön für die ganzen Gärten und Felder, für uns als Radfahrer, naja, heißt Regenklamotte anziehen und damit klarkommen. In Weißweil habe ich den Johannes und seine Frau Sandra wieder getroffen. Der Johannes hat vor ein paar Jahren ein Auto von mir abgekauft und seit der Zeit haben wir so einen leicht losen Kontakt. Wir durften hier übernachten, das war sehr herzlich und sind jetzt auch froh, mit relativ trockenen Klamotten loszukommen. So, heute startet es im Regen. Wir sehen aus wie von einem anderen Planeten in Rot und Gelb. Naja, aber wir werden den Weg finden und es hat zumindest auch schon etwas nachgelassen. Es war schon viel stärker. So sieht die ganze Sache aus. Voll bepackt. Und ich würde sagen, reden wir gar nicht lange rum. Jetzt geht's los. Da lang. Viel Spaß. Also richtig schlechtes Wetter gibt es nicht, aber wir haben, denke ich, auch ganz gute Ausrüstung und eines der wichtigsten Bauteile sind eine Klammer. Eine Klammer. Genau. Ja, eine Klammer. Ja, inzwischen regnet es ganz ordentlich. Es werden sicherlich auch Tropfen auf der Linse sein, aber es macht im Moment noch ganz gut Spaß und wir rollen einfach weiter. Inzwischen sind wir wieder auf der französischen Seite des Rheins angekommen und folgen hier dem Kanal Grand de Elsace bis nach Diebolsheim. Der Jardin de la Crotte liegt direkt an der Strecke. Ein Abstecher lohnt sich also in jedem Fall. Der Regen ließ nun langsam nach. Auf dem Weg passiert man nun immer wieder Schleusen, die auch heute noch aktiv genutzt werden. Alleengleich säumen hier Ahorn und Platane den Kanal. Die Mittagspause ist jetzt vorüber. Wir konnten uns hier was richtig nett kochen. Drüben ist die nächste Schleuse, da fahren wir lang. Und es ist im Moment wunderschön, an diesem Kanal entlang zu fahren. Teilweise fühlt sich das an wie so eine Allee. Und weiter geht's in Richtung Straßburg. Bis jetzt geht's uns recht gut. Und mit frischen, warmen Kartoffeln, mit Salz im Bauch, geht's natürlich viel, viel leichter auf der Strecke weiter. Also, weiter geht's. Wir tauchen nun ein in die Metropole Straßburg. Selbst die jungen Kajakfahrer finden noch Zeit für einen Gruß. Die St. Paulskirche im sogenannten Deutschen Viertel, der TGV-Bahnhof Gare de Straßburg, ein Eisstopp, sind weitere Stationen auf dem Weg in die Altstadt und zum Straßburger Münster. Das aus rosa Vogesen-Sandstein erbaute Gotteshaus gehört zu den bedeutendsten Kathedralen der europäischen Architekturgeschichte sowie zu den größten Sandsteinbauten der Welt. Wir haben uns am Gewimmel und Gewusel dieser schönen und bunten Stadt satt gesehen. Nun geht es in Richtung Gamsheim und dort zum Campingplatz. Nach den Anstrengungen des Tages freue ich mich jetzt schon auf ein Bad im See.
Ja, wir sind jetzt hier in Gamsheim. Gamsheim, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Zumindest auf der französischen Seite und haben unser Zelt hier auf einem kleinen Campingplatz aufgebaut. An einem See und das ist recht schön. Eigentlich wollten wir noch weiterfahren, aber der Platz ist so schön und es reicht einfach für heute. Und jetzt haben wir natürlich noch genug Zeit, das eine oder andere zu kochen. Als allererstes mal Wasser für den Tee und dann haben wir hier noch Putenfleisch und naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und der Tag geht halt so recht gemütlich zu Ende. Heute gab es viel Regen, jetzt gibt es noch ein, hat es schon entdeckt, ein belgisches Feierabendbier mit 8 Umdrehungen. Ich bin ja echt gespannt. Also vielen Dank bis hierher und morgen früh geht's weiter. Bis dahin. Ja, es muss jetzt irgendwo zwischen 8:30 und 9 sein, so denken wir zumindest. Und jetzt geht's weiter, hat sich gestern so ergeben. Erstmal ganz grob Richtung Germersheim, am Rhein entlang und dann vielleicht später nach Hockenheim. Ja, wir rollen los, Wetter ist wunderbar, Wind haben wir auch und es wird sich noch zeigen, aus welcher Richtung, wenn wir auf der Strecke sind. Also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie hat es dir hier gefallen? Also super schön. Toller See ist es hier. Ja, was wir auch festgestellt haben, also die Radwege hier in Frankreich, es macht richtig Laune zu fahren. Also irgendwie passt da alles. Und hier auf dem Platz war es auch sehr ruhig. Also können wir euch empfehlen, falls ihr hier mal langkommt, der Campingplatz in Gamsheim. Seit Gamsheim führt hier der Eurovelo 15 die meiste Zeit an der D468 entlang. Das ist prima zum Vorankommen, aber natürlich hat man auch immer die Geräusche von den Autos. Jetzt geht's wieder. Ein Stück hat man wahrscheinlich mal verpasst, da sind wir ganz normal an die Straße gefahren. Aber insgesamt ist die Ausschilderung wieder gut und langweilig ist es auf keinen Fall. Unterwegs mit frischem Trinkwasser oder mit Lebensmitteln zu versorgen, ist überhaupt kein Problem. Einkaufen auf einem Wochenmarkt macht dabei besonders viel Spaß. Bei Münchhausen, ganz in der Nähe der Murgmündung, ist es Zeit für eine Mittagspause. Dort lassen wir uns den gerade eben eingekauften frischen Käse vom Markt und das frische Brot schmecken. Mit dem Wind im Rücken fliegen wir auf dem Rheindamm in Richtung Lauterburg. Unmerklich überschreiten wir wieder die Grenze nach Deutschland, bei Neuburg am Rhein. Nochmal eine kleine Pause in der Nähe von Wörth am Rhein. Und das hat auch den Grund, weil wir nochmal gucken mussten, ob wir jetzt tatsächlich auf der richtigen Route waren. Denn die Radwegsführung, gerade auch von diesem Fernradweg, von diesem Eurovelo 15, haben sie ganz schön spannend gelöst in der Stadt Wirth. Also ob da der Stadtplaner
vielleicht den einen oder den anderen Schoppen zu viel hatte. Das kann ich natürlich nicht wissen, aber uns hat es an mancher Stelle genervt. Jetzt sind wir hier draußen und hoffen, dass ab jetzt die Route wieder besser läuft. Insgesamt heute an diesem Samstag wunderschönes Radfahrwetter. Das ist ganz angenehm. Die Sonne brustelt nicht so. Und auch wenn es immer mal einen kleinen Regenschauer gibt, lässt sich das doch ganz gut aushalten, oder? Ja. Oh, genau. Weiter geht's. Auf unserer Strecke gibt es kaum Höhenunterschiede. Und bei diesem perfekten Radfahrwetter, also mit Rückenwind und Co., kommen wir leicht und gut voran. Obwohl das Schleusenhaus bei Germershain eigentlich geschlossen hatte, brauchen wir nicht lange nachzufragen und bekommen ein paar kühle Getränke. Dort treffen wir Heiko. Aus Norddeutschland ist er der Liebe wegen und der Arbeit wegen nach Karlsruhe gezogen. Viele Grüße an dieser Stelle. Ja, wir haben jetzt gerade hier nochmal einen kleinen Stopp gemacht. Haben, weiß gar nicht, Imbiss ist zu wenig gesagt, aber an einem kleinen Bistro zum Hasen. Und ich hatte da so eine Rieslingschorle und Katrin in Wasser. Und eine kleine Portion Pommes, die haben wir zu zweit kaum geschafft. War sehr, sehr nettes, freundliches Personal. Essen hat gut geschmeckt und jetzt gehen wir ja, auf die letzten 13, 14, 15 Kilometer bis nach Hockenheim. Du hast deinen Saumagen unterschlagen. Ja, ich hatte einen kleinen Saumagen auch noch. Am späten Nachmittag erreichen wir Speyer und wechseln von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg über die Rheinbrücke. Jetzt ist es gar nicht mehr weit nach Hockenheim, wo wir von Iris und ihrem Mann Holger eingeladen wurden, um dort zu übernachten. Am frühen Sonntagmorgen sind wir mit unseren Falträdern zum Hockenheimer Bahnhof gefahren, um von dort aus über Mannheim mit dem ICE nach Leipzig und später dann nach Hause zurück zu reisen. Insgesamt eine sehr schöne Erfahrung, besonders auch die Begegnung an und auf der Strecke haben das zu etwas Besonderem gemacht. Da war zum Beispiel ein gewisser Rolf mit 74 Jahren immer noch aktiv auf seinem Fahrrad und er berichtete nahezu im Vorbeigehen von seinen zwei Atlantiküberquerungen. Ein besonderes Dankeschön geht hier an Sandra und Johannes sowie an Iris und Holger. Die waren für jeweils eine Nacht unsere Gastgeber und wir konnten dort unterschlüpfen. Vielen Dank dafür. Der Rheinradweg und die Route, so wie wir sie gefahren sind, klingt auf jeden Fall zweimal
und noch zweimal den Daumen nach oben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne auch den Daumen nach oben da. Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. Vielleicht ist der eine oder die andere auch schon Abschnitte dieses wunderschönen Radweges gefahren. Bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön für euer Abo, wenn ihr mögt. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne sage ich au revoir, ade und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Frank. Bis dahin, tschüss.